Oh, die zweite an der Ecke. Oh shit, warte mal, halt, Text, was? Sag ich, halt, warte. Ja, hab's. Es war ein wahnsinniger Ritt, weil dieses Corona-Scheiß einfach so viel Steine in den Weg geworfen hat. Und man musste immer wieder so, oh, das ist alles so mühselig. Und nochmal näher, einen Schritt näher. Ich fand toll, dass Chao diesen Film dann am Ende gemacht hat. Den haben wir uns ja gewünscht, weil der Kamera und Regie zusammen gemacht hat und auch so ein feiner Mensch ist irgendwie. Und da war auch klar, also für mich war klar, egal was dabei rauskommt, dass der Weg ist das, was für mich wichtig ist, also das miteinander zu gehen. Das ist meine Scheißigkeit. Und dann war das aber natürlich zwischen Caro und Rubin einfach wichtig, diese Sehnsucht, dieses auseinandergetrieben werden, eine Sehnsucht zu haben irgendwie und für mich einfach persönlich mich von dieser Rolle zu verabschieden und mit Marc irgendwie zu spielen. So, das war also. Ja, Bild des Tanzes irgendwie. Das hat vorher schon stattgefunden. Dieser Abschied fing schon viel früher an, aber natürlich ist das was sehr, sehr, sehr Besonderes, sowas zu Ende zu bringen. Sich von 7 Jahren miteinander zu verabschieden. Das war mein Anliegen bei der Sache. Ich finde auch, also es gibt natürlich einiges, was mir einfällt, wenn ich über diese Zeit nachdenke, was so hinter der Kamera, auf dem Weg Richtung vor der Kamera stattfand, so in between und was ich in keinem Interview und nirgendwo erzählen würde. Ja, das ist einzigartig und ich glaube, man spürt das dann vor der Kamera, dass hinter der Kamera was passierte an auch an mal liebevollem Wahnsinn und das ist, ja, das trage ich im Herzen und da bin ich sehr froh drum, dass das so war und alles hat seine Zeit. Das ist auch nichts, was man festhalten kann. Alle greifen eine neue Wohnung. Gut aus, danke. Sorry. Alles gut.